Als selbstverständlich würde ich es nicht bezeichnen. Zuerst mal trifft es ja nicht nur Werder, es trifft ja auch nicht nur die Fußballbranche, sondern allgemein die Wirtschaft. Glaube ich, da stehen wir vor einer großen Herausforderung oder ganz viele Leute. Und als selbstverständlich würde ich es nicht bezeichnen. Also ich glaube, dass wir uns schon bewusst sind der Situation gegenüber, auch dem Verein Situation, dem Verein gegenüber, was das bedeutet. Und glaube auch, dass es eine sehr gute und positive Geste von uns ist. Niklas und die Jungs aus dem Mannschaftsrat haben mich dazugeholt und ich war dann bei den Verhandlungen, oder das waren ja keine Verhandlungen, bei den Gesprächen dabei. Und ja, ich bin ja lange im Verein, ich kenne die Mitarbeiter, ich weiß, glaube ich, was hier auch drumherum passiert. Also war es nicht ganz so verkehrt.